Sehr geehrte Eltern, mein Name ist Andreas Rann, ich bin die Rektorin der Grundschule St. Konrad in Haar. Ich freue mich, dass Sie sich Zeit nehmen, sich die wichtigsten Informationen zur Einschulung Ihres Kindes im Jahr 2022 von mir anzuhören. Sie bekommen von mir einen Einblick in die nachfolgenden Themen: Einschulungsalter, Einschulung von Kindern mit nicht deutscher Muttersprache oder Inklusionsbedarf, alles zu Schuleinschreibung und Schulspiel. Dann werde ich den Übergang vom Kindergarten in die Grundschule beleuchten, die Voraussetzungen für Schulerfolg erläutern, Ihnen noch ein paar Fördertipps mitgeben und am Ende gebe ich Ihnen einen Überblick über die Betreuungsangebote nach der Schule. In Bezug auf das Einschulungsalter gibt es einiges zu beachten. Ihr Kind wird regulär eingeschult, wenn es bis zum 30.09.2022 6 Jahre alt ist. Dann ist es eine völlig normale Einschulung und die Schulfähigkeit wird im Rahmen des Schulspiels festgestellt. Kinder, die den Vorkurs besuchen, werden im Rahmen des Vorkurses begutachtet. Die Möglichkeit des Einschulungskorridors für reguläre Kinder werde ich gleich noch in der nächsten Folie dann näher erläutern. Sie können Ihr Kind auch auf Antrag einschulen, wenn es zwischen dem 1.10. und 31.12. geboren ist. Dann ist es ein sogenanntes Kann-Kind und das Prozedere entspricht dem der regulären Einschulung. Die Schule darf ablehnen, wenn die Aufnahmevoraussetzungen nicht gegeben sind und das Kind einfach die nötige Schulfähigkeit noch nicht aufweist. Die Möglichkeit der Zurückstellung gibt es ebenfalls. In der Regel ist das nur einmal möglich. Im Wiederholungsfall müsste man den sonderpädagogischen Förderbedarf überprüfen. Sie können Ihr Kind dann vom Schulbesuch zurückstellen und einen Antrag stellen, wenn die Schulfähigkeit im Einschulungsjahr noch nicht gegeben ist, aber Aussicht besteht, dass das im Jahr darauf dann entsprechend eingetreten ist. Die letzte Möglichkeit betrifft die vorzeitige Einschulung. Hier geht es um sehr junge Kinder. Das sind Kinder, die nach dem 1. Januar 2017 geboren sind. Ist aber die absolute Ausnahme und da würde man auch dann den schulpsychologischen Dienst hinzuziehen, der dann auch ein Gutachten erstellt und entsprechend eine Empfehlung abgibt, ob die Schulfähigkeit gegeben ist oder nicht. Und die Schule kann ablehnen, wenn die Aufnahmevoraussetzungen nicht gegeben sind. Alles Wissenswerte zum Einschulungskorridor können Sie hier nachlesen. Das betrifft Kinder, die im Zeitraum zwischen 1.7. und 30.9.2016 geboren sind. Da können Sie entscheiden, ob Ihr Kind dann schon 2022 zur Schule geht oder eben erst im Jahr danach. Dies gilt dann nicht als Rückstellung. Wir brauchen von Ihnen da lediglich eine Erklärung. Das Formular können Sie entweder bei uns im Büro anfordern oder auch auf unserer Webseite selbst herunterladen, ausfüllen und dann bis zum 10.04. bei uns vorlegen. Alles dann wäre das für Sie erledigt und Ihr Kind wird erst im Jahr drauf eingeschult, betrifft aber nur Kinder, die in diesem Zeitraum geboren sind. Kinder mit nicht deutscher Muttersprache haben die Möglichkeit, an einem Vorkurs teilzunehmen. Diese laufen auch gegenwärtig schon und Kinder, die den Vorkurs besuchen, wurden vom Kindergarten gemeldet, die dort einer Sprachstandserhebung entsprechend ein Bedarf festgestellt wurde. Und in diesem Vorkurs geht es darum, die Sprachfähigkeit bis zur Schulaufnahme so zu fördern, dass die Kinder dann gut dem Unterricht folgen können. Bei Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf stellt sich vor der Einschulung die Frage, was ist der richtige Lernort für das Kind? Hierfür ist wichtig, im Vorfeld Beratungsangebote in Anspruch zu nehmen. Sie können sich gerne auch an die Schule schon wenden, damit wir erläutern können, wo Ihr Kind am besten aufgehoben ist.
Sollten Sie ein sonderpädagogisches Gutachten haben, können Sie Ihr Kind direkt an der Förderschule anmelden oder eben auch an der Regelschule. Die Voraussetzung der Aufnahme an der Regelschule ist, dass der Sachaufwandsträger, sprich die Gemeinde, zustimmt. Das kann in Ausnahmefällen abgelehnt werden, wenn dadurch für die Gemeinde hohe Umbaukosten zum Beispiel entstehen würden. Einen Hinweis sollte man in Bayern auch noch mit bedenken. Hier gibt es in Artikel 41 des Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes den Hinweis, dass das Kindeswohl als Grenze gesehen wird. Sprich, wenn ein Kind in der Regelschule nicht gut genug gefördert werden kann, damit es sich gut entwickeln kann, beziehungsweise wenn es auch andere Kinder in ihrer Entwicklung behindert oder stört, dann kann eine Überweisung an die Förderschule erfolgen. Im Jahr vor der Einschulung Ihres Kindes findet neben der Früherkennungsuntersuchung U9, die Sie beim Kinderarzt machen lassen, auch immer eine schulärztliche Untersuchung statt. Dies läuft in der Regel bei den Kindergärten zusammen und dort bekommen Sie auch die Informationen. Das ist ein erster Richtungshinweis für Sie auch, wie es um die Schulfähigkeit Ihres Kindes besteht. Sollten da Zweifel bestehen, werden Sie in der Regel aufgefordert, sich nochmal gesondert beraten zu lassen. Wichtig zu wissen in Bezug auf die bürokratische Schuleinschreibung ist, dass Sie Ihr Kind an der Grundschule anmelden müssen, in dessen Schulsprengel Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, also Ihren Erstwohnsitz. Sollten Sie Ihr Kind an einer privaten Grundschule anmelden, müssen Sie uns als Sprengelschule unbedingt informieren. Zur Schulanmeldung ist es gewöhnlich erforderlich, dass Sie persönlich erscheinen. Das hat sich durch die Corona-Pandemie letztes Jahr etwas anders gestaltet. Wir gehen aber davon aus, dass das jetzt 2022 wieder regulär stattfinden kann. Sie haben die Geburtsurkunde vorzulegen sowie eventuell vorhandene Sorgerechtsbeschlüsse oder Scheidungsurkunden. Die Schuleingangsuntersuchung, von der ich vorhin sprach, dessen Nachweis müssen Sie bis spätestens September vorlegen. Manchmal verzögert sich diese Schuleingangsuntersuchung, sodass das zu dem Zeitpunkt der Büroeinschreibung noch nicht vorliegen kann. Ja, wie läuft die Schuleinschreibung jetzt konkret bei uns an der Konradschule ab? Sie bekommen Ende Januar, Anfang Februar spätestens Post von uns, wo alle Informationen und Anschreiben enthalten sind und auch die Unterlagen, die Sie ausfüllen müssen und uns wieder zurückschicken müssen. Sollten Sie wünschen, dass Ihr Kind einen Religionsunterricht besucht, obwohl es bekenntnislos ist, ist hierfür ein Antrag zu stellen. Bitte machen Sie sich jetzt schon Gedanken, ob Sie das in Anspruch nehmen wollen, denn das ist für uns wichtig, das frühzeitig zu erfahren, weil daraus dann auch die Gruppenbildung für den Religionsunterricht stattfindet. Die formelle Schuleinschreibung, also die bürokratische, findet im Schulsekretariat statt. Da muss Ihr Kind nicht dabei sein, ist auch völlig unnötig. Das ist an den beiden Tagen Donnerstag und Freitag, 17. und 18.3. Sie bekommen aber mit den Einschulungsunterlagen einen konkreten Termin mitgeteilt, den Sie bitte sich möglichst frei halten. Dann gibt es auch keine Wartezeiten und die ganze Sache ist in einer Viertelstunde maximal für Sie erledigt. Im Rahmen der Schulanmeldung findet auch das Schulspiel statt. Das ist jetzt der Part für Ihr Kind. Dieses Schulspiel findet entweder am 14., 15. oder 16. März für Ihr Kind in der Schule statt. Ausgenommen die Vorkurskinder, die machen das im Rahmen ihres Vorkurses schon eine Woche davor. Den genauen Termin, wann Ihr Kind dran ist, an welchem dieser Tage, wird Ihnen über den Kindergarten mitgeteilt.
Wenn Sie keinen Hara-Kindergarten besuchen, dann rufen Sie bitte im Büro an, dann erhalten Sie dort einen Termin für Ihr Kind zum Schulspiel. Wichtig ist, dass Sie Ihr Kind bitte um 11.45 Uhr an diesem Tag in die Aula der Schule bringen und es dort wieder um 13 Uhr abholen. Das Schulspiel findet in Kleingruppen statt. Wir schauen dann nämlich nicht nur die Lernvoraussetzungen an des Kindes, sondern wollen es auch ein bisschen im Sozial- und Arbeitsverhalten im Beisein anderer Kinder begutachten. Sie erhalten im Anschluss einen Brief, in dem wir Ihnen die Schulfähigkeit Ihres Kindes mitteilen. Das kann sich allerdings 2-3 Tage hinziehen, bis die Briefe Sie dann auch tatsächlich erreicht haben. Sollten wir Beratungsbedarf sehen, nehmen wir allerdings sofort Kontakt mit Ihnen auf, entweder am gleichen Tag oder am Folgetag. Melden wir uns zuerst telefonisch, wenn wir einen größeren Beratungsbedarf sehen, laden wir Sie auch zu einem persönlichen Gespräch ein. Sollten Sie also am gleichen Tag oder am Folgetag nichts von uns hören, können Sie davon ausgehen, dass die Schulfähigkeit bei Ihrem Kind voll gegeben ist und dann warten Sie bitte nur noch auf diesen Brief. Ja, worauf es beim Schulspiel, bei unserem Einschulungstest ankommt, worauf wir achten, können Sie hier nachlesen. Zwei praktische Beispiele. Das erste betrifft die Sprache. Da wollen wir sehen, ob ein Kind heraushört, welche Worte sich reimen und welche sich nicht reimen. Oder hier unten, da geht es dann darum, um die Raumlagekenntnis, dass das Kind die Lokomotive, die links steht, unter den anderen wieder herausfindet und auch auf die Details achten kann. Ja, um Ihrem Kind den Übergang in die Grundschule etwas zu erleichtern und schon erste Berührungen mit der Schule herzustellen, werden wir vorausgesetzt, die Corona-Vorgaben machen das möglich. Also alles, was jetzt kommt, ist unter Vorbehalt geplant. Es wird eine Schulhausrallye geben. Dazu werde ich Ihnen gleich noch etwas sagen. Die Kinder werden zum Schnupperunterricht eingeladen, wo sie dann mit ihren Erziehern an einem Vormittag kommen und im Schnupperunterricht an dem Unterricht einer ersten Klasse teilnehmen dürfen und außerdem noch ein Kreativprojekt zusammen mit unseren Werklehrerinnen gestalten dürfen. Dann kommt das Schulspiel irgendwann, wo die Kinder, wie gesagt, in diesem Einschulungstest in Kleingruppen in der Schule sind. Und die Kinder, die den Vorkurs besuchen, die gehen ja eh wöchentlich bei uns schon ein und aus. Denen ist die Schule bis zur Einschulung dann sehr gut vertraut. Ja, im Rahmen der Schulhausrallye am Freitag, den 18.02., haben Sie zusammen mit Ihrem Kind die Möglichkeit, unser Schulhaus zu erkunden. Bitte kommen Sie ganz pünktlich zur Schule, damit wir um 15 Uhr starten können, damit Sie auch mit Ihrem Kind alle Stationen, die unsere Rallye zu bieten hat, durchlaufen können. Am Ende dieser Schulhausrallye besteht dann noch für die Interessenten an der Ganztagesklasse die Möglichkeit, an einer Führung durch den Ganztagsbetrieb teilzunehmen. Und außerdem werden Sie von Elternbeirat mit Kaffee und Kuchen bewertet und haben noch die Möglichkeit, mit Vertretern des Fördervereins ins Gespräch zu kommen. Ja, ein kleiner Ausblick auf den ersten Schultag, der wird sein am Dienstag, den 13.09. Geplant ist eine Willkommensfeier für alle Schulanfänger, entweder im Bürgersaal oder in der VHS-Halle neben der Schule. Wir würden um 9 Uhr starten. Nähere Informationen kriegen Sie dann auch, die dann auch aktualisiert sind und wir hoffen bis dahin, dass Corona Vergangenheit ist und wir das wieder so abhalten können, wie das in vergangenen Jahren der Fall war. Bitte denken Sie daran, dass Ihr Kind eine Schultüte dabei hat und an diesem Tag werden die Kinder dann auch ihrer neuen Klassenlehrkraft zugeteilt.
Ja, mit dieser Klassenlehrkraft gehen Sie dann auch in Ihr zukünftiges Klassenzimmer. Dort erleben Sie Ihre erste Unterrichtsstunde und in der Zwischenzeit werden Eltern und Angehörige vom Elternbeirat bewirtet, wieder mit Kaffee und Kuchen. Und um 10.30 Uhr endet dann auch schon der erste Schultag für unsere Erstklässler. Ja, bis zum Einschulungstag ist noch eine geraume Zeit. Deshalb ist es jetzt wichtig, sich erstmal damit zu befassen, ob Ihr Kind bis zum 13.09. seine Schulfähigkeit erlangt hat. Und deshalb möchte ich Ihnen ein paar Eckpfeiler mit auf den Weg geben, wo Sie das ganz gut beurteilen können, wenn Sie Ihr Kind die nächste Zeit mal aufmerksam beobachten. Bisher war Ihr Kind eingebettet in seine Umwelt mit der Familie, den Freunden, im Kindergarten, kennt es die Strukturen, alles ist vertraut, Ihr Kind fühlt sich sicher. Nun passiert mit der Einschulung etwas Neues. Die Schule ist neu mit ihren Anforderungen, die Lehrkräfte sind neu und unbekannt. Auch viele der Mitschüler wird Ihr Kind noch nicht kennen. Dies stellt eine große Herausforderung dar. Nicht ohne Grund spricht man bei der Einschulung von einem kritischen Lebensereignis, das Kinder in diesem Alter bewältigen müssen. Und dazu bedarf es einiger Voraussetzungen. Und diese Voraussetzungen will ich Ihnen jetzt in einigen Säulen, darstellen. Es wird nicht jede Säule bei Ihrem Kind gleich gut ausgeprägt sein. Manche Säulen sind stabiler, stärker ausgeprägt, andere weniger. Aber wenn sie in der Summe ganz stabil sind, dann kann man auch Schwächen gut ausgleichen. Sie müssen jetzt nicht den Anspruch haben, dass Ihr Kind in allen Bereichen schon perfekt ist. Sollten Sie allerdings feststellen, dass mehrere Säulen noch nicht gut ausgeprägt sind bei Ihrem Kind oder Defizite aufweisen, sollten Sie hinterfragen, ob eine Einschulung nächstes Jahr bis September realistisch ist. Die erste Säule ist ganz grundlegend der körperliche Entwicklungsstand Ihres Kindes. Ist Ihr Kind altersgemäß entwickelt? Darüber bekommen Sie Rückmeldung von Ihrem Kinderarzt, wenn Sie regelmäßig zu den Vorsorgeuntersuchungen gehen. Ist Ihr Kind, kränkelt Ihr Kind leicht oder ist es ansonsten labil, nicht belastbar? Dann bitte halten Sie auch Rücksprache mit Ihrem Kindergarten. Fragen Sie auch im Kindergarten nach, inwieweit das Kind den Anforderungen in der Schule gerecht werden kann. Eine wichtige Säule für uns in der Schule sind die ausgeprägten feinmotorischen Fertigkeiten. Wichtig ist, dass eine gewisse Grundkompetenz bei den Kindern vorhanden ist, was den Gebrauch eines Stiftes betrifft. Hat Ihr Kind eine vernünftige Stifthaltung? Kann es beim Ausmalen Begrenzungen einhalten? Hat es auch Freude an diesem Tun und macht es das regelmäßig? Bastelt es, knetet es, malt es? Kann es Perlen gut auffädeln? Das kann man in den verschiedensten Bereichen sehen, wie die Feinmotorik bei Ihrem Kind entwickelt ist. Ganz wichtig auch der Gebrauch der Schere. Schafft es Ihr Kind, gerade Linien zu schneiden, einfache Umrisse auszuschneiden? Wenn Sie das alles bejahen können, steht Ihrem Kind hier der Schulfähigkeit nichts im Wege. Sollten Sie feststellen, dass das noch nicht gut ausgeprägt ist, bitte fragen Sie wieder im Kindergarten nach. Da sitzen die Experten, die Ihr Kind regelmäßig bei diesen Tätigkeiten beobachten. Wenn Sie da die Information bekommen, das ist nicht altersgemäß, dann wäre vielleicht zu überlegen, ob eine Ergotherapie jetzt noch auf den Weg gebracht werden kann. Da kann man noch gute Erfolge erzielen, in der verbleibenden Zeit bis zur Einschulung. Kognitive Lernvoraussetzungen. Diese Säule wird immer als die zentrale angesehen. Sie sehen hier, dass sie aber eine unter vielen ist. Das ist das, was Ihr Kind geistig kann. Also es ist nicht ausschlaggebend, dass Ihr Kind schon Buchstaben kennt, dass es rechnen kann, dass es schreiben kann oder gar schon lesen kann. Dafür ist die Schule da. Aber wichtig ist für uns,
Was sind für uns wichtige kognitive Voraussetzungen? Dass Ihr Kind Arbeitsaufträge versteht, auch mehrteilige Arbeitsaufträge versteht, dass es Wenn-Dann-Beziehungen herstellen kann. Also, dass es weiß, wenn ich das tue, hat es das zur Folge. Bildergeschichten zum Beispiel erklären kann, wenn es die gut versteht. Das sind so die kognitiven Voraussetzungen, die für den Schulerfolg relevant sind. Dazu gehört nicht, schulisches Wissen zu können. Zur Sprache. Sprache, Lernen ohne Sprache ist schwierig. Auch der Erwerb des Lesens und Schreibens ohne differenzierte Sprachwahrnehmungsleistungen ist ein schwieriger Weg. Deshalb eine sehr zentrale und wichtige Säule, weshalb wir ja auch den Vorkurs zum Beispiel anbieten, damit Kinder einen ausreichenden Wortschatz haben. Das heißt, Kinder sollten deutlich sprechen, sollten auch in ganzen Sätzen sprechen können. Nicht nur bitte in Einzelwörtern, fordern Sie Ihr Kind auch auf, seine Bedürfnisse in Sätze zu verpacken. Es sollte verstehen können, was ein Erwachsener sagt. Auch wieder, wie ich schon bei den kognitiven Lernvoraussetzungen sagte, mehrteilige Arbeitsaufträge verstehen, sprachlich wahrnehmen können und sie natürlich dann entsprechend auch ausführen können. Das sind die zentralen Elemente. Ich werde dann noch ein Beispiel nennen, wie das konkret aussehen kann, was Ihr Kind sprachlich noch beherrschen muss. Ja, für mich die eigentlich zentralste aller Säulen ist die emotionale Stabilität. Ein emotional stabiles Kind kann Defizite in anderen Säulen gut ausgleichen. Wenn es sich dadurch nicht verunsichern lässt, wenn es selbstbewusst durchs Leben geht, dass es auch mal in seiner Frustrationstoleranz erschüttert werden kann und sich nicht von seinem Weg abbringt. Das ist das Zentrale, denn es wird Rückschläge geben, es wird nicht immer alles toll sein und ein schulfähiges Kind muss sowas aushalten können. Es muss auch Bedürfnisse zurückstellen können, die im Moment jetzt für sich oder für die Lerngruppe, für die Klasse hinten anzustehen haben. Beobachten Sie bitte Ihr Kind, ob es sich leicht da verunsichern lässt, ob es immer seinen Kopf durchsetzen möchte oder ob es auch mal im Interesse der anderen zurückstehen kann. Das sind Dinge, die uns wichtig erscheinen, dass es sich auch leicht von Bezugspersonen ablösen kann, ohne dass es wirklich leidet einen Vormittag über, wenn es die Mama oder den Papa nicht sehen kann. Das sind Dinge, die müssen einfach grundlegend da sein. Dann wird Ihr Kind auch die Herausforderungen, die täglich auf es einprasseln, gut bewältigen können. Ja, Motivation ist der Schlüssel für alles Lernen. Das heißt, beobachten Sie Ihr Kind, ob es eigentlich schon für die Schule brennt, ob es langsam langweilig im Kindergarten wird, ob der Wunsch da ist, jetzt Neues zu lernen, ob es schon Interesse zeigt an geschriebenen Wörtern, an Zahlen, dass es viel fragt, neugierig ist. Wenn das alles der Fall ist, dann ist Ihr Kind schon gut ausgeprägt in seiner Schulfähigkeit, was die Motivation betrifft. Prinzipiell muss so eine grundlegende innere Motivation da sein. Natürlich nutzen wir in der Schule auch äußere Verstärker in Form von Belohnungen, aber das ersetzt niemals die innere Motivation. Die sollte ein schulfähiges Kind schon haben. Es soll in die Schule gehen wollen. Es möchte etwas Neues lernen. Wenn es gezwungen wird und möchte aber eigentlich viel lieber noch spielen und ist da noch sehr, sehr glücklich und hat noch nicht das Bedürfnis nach mehr, ist zu hinterfragen, ob die Einschulung jetzt dann auch schon sein müsste. Ja, soziale Kompetenzen. Schule ist Lernort, aber in erster Linie auch Ort der Begegnung und des Miteinanders. Ihr Kind muss sich ständig mit anderen auseinandersetzen, muss sich einordnen, unterordnen, durchsetzen. Dafür sind ausgeprägte soziale Kompetenzen erforderlich.
Wenn Ihr Kind sehr schüchtern, zurückhaltend ist, sich nicht traut, seine Meinung zu äußern oder seine Bedürfnisse auch vorzutragen, dann bitte versuchen Sie, dies jetzt noch zu fördern, viele soziale Kontakte herzustellen mit anderen Kindern, dass Ihr Kind das Sozialverhalten erproben kann. Das kann man nur im Miteinander trainieren. Sorgen Sie für viele Begegnungsmöglichkeiten und fragen Sie auch hier wieder im Kindergarten nach, wie gut klappt denn das mit meinem Kind in der Gruppe? Kann es sich durchsetzen oder schießt vielleicht sogar mal über die Stränge und verletzt Regeln? Also das kann auch mal in die andere Richtung gehen. Auch das sorgt natürlich später für Probleme im Miteinander und wird auch Ihr Kind in seinem Schulerfolg beeinträchtigen. Sie sehen, es gibt 7 Säulen, die miteinander, wenn sie gut ausgeprägt sind, den Schulerfolg praktisch schon garantieren. Sollte jetzt die eine oder andere Säule bei Ihrem Kind noch nicht ganz so ausgeprägt sein, haben Sie keine Sorge, es ist noch viel Zeit zu fördern und Sie bekommen jetzt im Folgenden gleich auch noch einige Tipps dazu. Zu jeder Säule würde ich Ihnen jetzt gerne noch ein paar Fördertipps mitgeben. Sie entscheiden selbst, welches für Sie sinnvoll erscheint oder wo Sie merken, das reicht vielleicht nicht aus. Da müssten Sie sich dann nochmal von Fachleuten beraten lassen. Und der erste Ansprechpartner sollte immer für Sie der Kindergarten und der Kinderarzt sein. Ja, zum körperlichen Entwicklungsstand denke ich, das sind ganz banale Dinge. Gesunde Ernährung und viel Bewegung sorgen für einen gesunden Körper. Sollte es darüber hinausgehende Probleme geben, ist eben die Ergotherapie hier das Mittel der Wahl, aber dafür brauchen Sie auch die Einschätzung Ihres Kinderarztes und des Kindergartens. Ja. Ganz klassisch fördert man die Feinmotorik, indem man viel bastelt, malt, ausschneidet. Nur durch Übung erreicht man diese Kompetenz. Da sollte für jeden etwas dabei sein. Auch die Jungs, die vielleicht nicht so gerne malen, können mit Papier reißen oder mit Knete arbeiten, mit Ton, Perlenfäden. Es gibt mittlerweile viele Spiele auch, die diese grundlegenden Fertigkeiten fördern. Da können Sie sich in der ganzen Bandbreite des Spielwarenhandels auch nochmal informieren. Wie fördere ich bei meinem Kind die kognitiven Fähigkeiten? Das ist wahrscheinlich das Herausforderndste. Wecken Sie das Interesse Ihres Kindes an alltäglichen Dingen. Versuchen Sie mit Ihrem Kind gemeinsam Dinge zu erforschen, Fragen zu stellen. Lassen Sie Ihr Kind selbst Lösungen suchen, wenn es auf Probleme stößt. Geben Sie nicht schon die Lösung vor. Also seien Sie auch ein Vorbild beim Problemlösen. Wenn Sie schnell aufgeben, schaut sich Ihr Kind das ab und wird dann auch bei auftretenden Schwierigkeiten schnell aufgeben. Sprache lebt vom sprachlichen Vorbild. Das heißt, das sind Sie in erster Linie als Eltern und Familie, natürlich auch der Kindergarten und das Umfeld des Kindes. Achten Sie auf Ihre Sprache, wenn Sie in ganzen Sätzen sprechen, wird das auch Ihr Kind irgendwann übernehmen. Schauen Sie sich gemeinsam Bilderbücher an, lesen Sie vor, sprechen Sie mit Ihrem Kind über das Gelesene, über das Gesehene in den Bilderbüchern. Sprechen Sie deutlich. Das gute alte abendliche Vorlesen ist für die Sprachentwicklung nach wie vor eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Sollte Ihr Kind allerdings irgendwelche Sprachfehler aufweisen, wird Sie auch der Kindergarten drauf ansprechen, auch der Kinderarzt. Dann brauchen Sie fachliche Unterstützung und gegebenenfalls eine Logopädie. Sollten Sie vermuten, dass bei Ihrem Kind ein Sprachfehler vorliegt, sprechen Sie bitte im Kindergarten das an und bei Ihrem Kinderarzt. Ja, wie wird mein Kind emotional stabil? Wichtig ist, lassen Sie alle Gefühle zu. Jedes Gefühl hat seine Berechtigung.
Zeigen Sie konsequente und verlässliche Reaktionen. Sprechen Sie über die Gefühle und warum dieses Gefühl jetzt auftritt und wie man es vielleicht in den Griff bekommt. Loben Sie Ihr Kind für wirklich das, was es geleistet hat. Und wenn es gerade in seiner emotionalen Entwicklung Fortschritte macht, sagen Sie ihm das. Das ist der nächste Schritt auf seinem Weg in die richtige Richtung. Wie erzeuge ich Motivation bei meinem Kind? Ja, zur Motivation gehört auch, dass ich Dinge zu Ende bringe und ein Ergebnis sehe und daraus den Schluss ziehe, ich kann etwas schaffen, und das sorgt für neue Motivation. Also bitte nicht Kinder ständig etwas beginnen lassen und dann nachgeben, wenn sie keine Lust mehr haben. Fordern Sie ein, bring das zu Ende, dann kannst du das nächste beginnen. Beobachten Sie die kleinen Schritte und würdigen Sie diese, wenn sie gut gemacht wurden. Zeigen Sie echtes Lob, loben Sie nicht Dinge, die eigentlich nicht lobenswert sind. Ihr Kind muss lernen, eine richtige Einschätzung seiner Leistungsfähigkeit zu bekommen. Und vermitteln Sie immer, dass es stolz auf die eigene Leistung sein kann. Es ist nicht wichtig, dass Sie stolz sind auf Ihr Kind, es muss auf sich selbst und das Getane stolz sein können. Und soziale Kompetenzen, hatte ich schon gesagt, Kontakt fördern mit anderen, wo immer möglich, und selbst im häuslichen Umfeld Konfliktlösungen vorleben. Dort, wo Kinder Schwierigkeiten haben, Konflikte zu lösen, ist es ganz, ganz wichtig, dass sie in ihren Eltern ein Vorbild haben, wie die im Streit und in Meinungsverschiedenheiten miteinander umgehen. Vermitteln Sie klare Regeln und versuchen Sie, so konsequent wie möglich dabei zu sein. Wie Sie als Eltern Schulerfolg fördern können, zeige ich Ihnen auf dieser Folie, die ich jetzt nicht kommentieren werde. Ich denke, die einzelnen Statements sind aussagekräftig genug. Wenn Ihnen gelingt, dies alles zu beherzigen, dann geben Sie Ihrem Kind die bestmögliche Unterstützung auf seinem Schulweg mit. Das wünsche ich Ihnen, dass Ihnen das immer gelingen möge. Ich hatte Ihnen ja schon angekündigt, bei den Voraussetzungen für Schulerfolg, dass ich Ihnen noch ein paar konkrete Beispiele zeige, die ganz lernzielnah sind, was Ihr Kind als Voraussetzung bis zum September mitbringen sollte. Das eine ist im Deutschbereich die phonologische Bewusstheit. Das heißt, Ihr Kind sollte Wörter in Silben gliedern können. Das wird im Kindergarten durch Klatschen geübt, also Monika, dass Ihr Kind zu den jeweiligen Silben weiß, wie oft es klatschen muss. Dass es Reime erkennen kann in der Form, dass es heraushört, wenn ein Wort nicht dazu passt, und dass es Laute aus Wörtern heraushören kann. Zum Beispiel, wo hörst du ein M oder ein A oder ein B? Und bitte, Sie hören Laute, nicht Buchstaben. Und ich möchte Sie bitten, wenn Ihr Kind schon Interesse zeigt an diesen Dingen, dann lautieren Sie mit ihm und nicht buchstabieren. Beim Buchstabieren wird immer noch ein Vokal angehängt und das macht es dem Kind später schwer, die Vokale auch zu schreiben. Also das B ist bitte das B und das D ist das D und das S ist das S. Nur dann kann Ihr Kind auch immer noch den Vokal richtig dazusetzen und wird keine Fehler beim Schreiben machen. Im Bereich der Mathematik reicht uns folgendes Mengen- und zahlenbezogenes Vorwissen als Voraussetzung. Kinder sollen in der Lage sein, Dinge nach der Größe zu ordnen.
dann einen Mengenvergleich anzustellen, indem man zum Beispiel in zwei Reihen Muckelsteine oder was auch immer legt und das Kind entscheiden lässt, in welcher Reihe ist denn mehr. Wenn man den Abstand vergrößert, sollte das Kind immer noch erkennen, dass sich an der Menge nichts verändert hat, nur durch den Abstand. Also zu dieser Leistung sollte es fähig sein. Es sollte Längen vergleichen können, also was ist länger, was ist kürzer. Und beim Zählen reicht es völlig, wenn es bis 20 zählen kann. Das aber dann vielleicht auch bitte rückwärts oder mittendrin weiterzählen. Also wenn ich sage 7, dass das Kind dann weiter 8, 9, 10 und so weiter zählt. Der Zahlenraum in der ersten Klasse geht nur bis 20. Das heißt, es muss noch nicht bis 100 oder gar 1000 zählen oder rechnen können. Sie sehen, das ist sehr niederschwellig, was von den Kindern an Wissen verlangt wird. Wenn es das beherrscht, ist Ihr Kind diesbezüglich, was Mathematik und Deutsch betrifft, schon sehr gut aufgestellt. Ja, nach all den Inhalten jetzt rund um die Schulfähigkeit Ihres Kindes, kommen wir nochmal zurück zu etwas ganz Konkretem, nämlich wie sieht denn die Betreuung nach der Schule aus? In aller Regel haben die Erstklässler um 11.15 Uhr, 12.15 Uhr Schulschluss. In ganz besonderen Ausnahmefällen kann es mal vorkommen, dass an einem Tag vielleicht auch mal 13 Uhr ist, aber das versuchen wir in der ersten Klasse immer bestmöglich zu vermeiden. Für viele von Ihnen ist es dann noch sehr, sehr früh, um Ihr Kind betreuen zu können. Deshalb gibt es in Haar auch eine sehr vielfältige Betreuungslandschaft, die sich wie folgt gestaltet. Bieten an der Schule eine gebundene Ganztagsklasse an. Das ist praktisch eine Klasse, die bis Nachmittag rhythmisierten Unterricht hat. Dazu gibt es eine eigene Präsentation für alle, die das interessiert, wo Ihnen das nochmal im Detail erläutert wird, wie diese Ganztagsklasse funktioniert. Die ist bei uns vor Ort an der Schule und wird von Lehrkräften und dem Personal des Kreisjugendrings München-Land betreut und versorgt. Also da haben Sie eine feste Klassenlehrkraft und einen Klassenpädagogen, der ihr für Ihr Kind dann zuständig ist. Darüber hinaus gibt es in Haar Horte. Wir haben hier den AWO-Hort in der Peter-Hähnlein-Straße, den die Kinder gut fußläufig erreichen können. Den evangelischen Hort, der drüben im Jagdfeld ist, wo auch immer wieder Kinder hingehen. Und den Fortschritt-Hort, der ebenfalls auf der anderen Seite der Wasserburger Straße angesiedelt ist. Dort fahren die Kinder dann mit dem Bus. Es gibt in der Schule, das VHS-Grundschulkolleg ist auch eine Möglichkeit, Ihr Kind nachmittags betreuen zu lassen. Da können Sie auch einzelne Tage buchen und Schlusszeiten. Und die Mittagsbetreuung, die ungefähr 50 Meter von uns entfernt am Kirchplatz sich befindet. Da haben die Kinder immer noch einen kleinen Spaziergang, um den Kopf frei zu bekommen, bis sie dort angekommen sind. Jede Nachmittagsbetreuung hat ihr eigenes Profil. Darüber werden Sie auch noch von der Gemeinde, vom Sachgebiet Kitas und Soziales explizit informiert und können dort auch anfragen und sich Rat holen, welches die richtige Betreuungsform für Ihr Kind wäre. Wir als Schule sind nur Ansprechpartner für die gebundene Ganztagesklasse. Alles andere sind externe Träger, die nicht in unser Verantwortungsbereich fallen. Ich möchte Sie nochmal an unsere Homepage verweisen, wo wir wirklich sehr viele Informationen rund um unsere Schule eingestellt haben. Sie haben ja auch dieses Video jetzt hier auf der Homepage aufgerufen. Unter dem Bereich Infos gibt es eine Unterkategorie Einschulung. Da erfahren Sie alles Wissenswerte jetzt noch bis zu dem Zeitpunkt der Einschulung. Aber schauen Sie ruhig auch mal in die anderen Bereiche hinein, um sich schon ein bisschen ein Bild
von der künftigen Schule ihres Kindes zu machen. Herzlichen Dank für Ihr Durchhaltevermögen, dass Sie bis zum Ende meinen Ausführungen gefolgt sind. Ich hoffe, Sie konnten wichtige Informationen für sich mitnehmen. Sollten Sie noch Fragen haben, dürfen Sie sich jederzeit an uns wenden. Auf der Homepage finden Sie auch alle Kontaktmöglichkeiten per E-Mail oder Telefon. Wir werden uns stets bemühen, Ihre Fragen zu beantworten, sodass Ihr Kind im September auch einen guten Start bei uns in der Schule haben kann. Bis dahin wünschen wir Ihnen noch eine schöne Zeit und für den Start im September 2022 dann viel Freude und Erfolg in der Schule. Und ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen und darauf, Ihr Kind dann auch endlich mal persönlich kennenlernen zu dürfen. Alles Gute und auf Wiedersehen.